Wir sind für Sie ins Stadion gegangen und begrüßen Sie. Mein Name ist Manni Beugmann, neben mir sitzt Frank Buschmann. Ich freue mich wie ein Schnitzel, endlich mal wieder eine Top-Begegnung und hoffentlich klasse Fußball. Also ich habe schon mal mitten zwischen Fans gesessen, die mir Prügel angedroht haben. Das ist ja hier komplett anders. Ja, das ist ein Logenplatz hier, aber das macht richtig Spaß, das macht Appetit auf das Spiel. Schiedsrichter hat angepfiffen. Hoffentlich wird es ein tolles Fußballspiel. Kiel, das sieht nach einer guten Möglichkeit aus. Sehr gute Flanke. Marco Reus! Den gibt er jetzt nicht mehr her. Er hält ihn fest. Er hat den Ball, der Torwart. Die Flanke kommt gut. Dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Bender. Zweikampf von ihm, kaum ein Durchkommen für die gegnerischen Angreifer. Er will ihn haben, den Ball, kriegt er ihn. Lavezzi. Können Sie die Flanke verwerten? Nein, das kann er viel besser als in dieser Situation. Einfach zu halten, da lag eine Menge Wucht in dem Ball. Herrliche Flanke. Bender. Guter Pass. Den hat er gut abgeblockt. Ibrahimovic. Das ist auch so ein Stoßstürmer moderner Prägung. Zlatan Ibrahimovic. Vorne immer. Der könnte passen. So, es gibt Eckball. Ob die da was draus machen? Ibrahimovic! Der Ball streift die Latte und fliegt ins Tor aus. Schade. Kiel. Hier bahnt sich vielleicht was an. Wer kriegt jetzt als nächster den Ball? Kiel. Cavani. Das war gar nichts. Ball landet im Aus. Wojcikowski bewegt den Ball. Da ist ihm der Ball wortwörtlich vor die Füße gefallen. Der Ball war im Tor aus. Ecke für Borussia Dortmund. Mein Gott, was war das für eine Ecke? Das wird ganz gefährlich. Achtung! Reus,
Vorsicht, im richtigen Moment ist er am richtigen Ort. Und es entwickelt sich eine Möglichkeit. Meine Güte, ist er schnell. Ja, und Marco Reus! Er ist drin! Das hat er am Kopfballpendel so oft geübt und jetzt hier im Spiel. Super. Und wir sehen hier auch ganz deutlich, da ist der Torhüter chancenlos gegen dieses Ding. Wunderbarer Treffer, das nennt man dann wohl Kopfballschläger. Hummels. Schmelzer. Und Achtung, was macht der Schiedsrichter? Thiago Silva. Und der muss jetzt rein! Ja, das war Abseits. Cavani. Und der Ball prallt von ihm ab und landet im Aus. Zweikampf um den Ballbesitz. Es gefährlich werden. Łażikowski bewegt den Ball. Reus. Die Chance. Klasse reingegeben. Wird das was? Oh, das wäre das zweite gewesen. Ja, kann ja noch kommen, kann ja noch kommen, aber das war eine gute Chance. Weiter Pass, er sucht Aubameyang. Es sei die Frage erlaubt, wo ist der Verteidiger? Das ist ja gar nichts. Achtung, lässt! Ja, das muss Ecke geben für den BVB, die gibt's auch. Hier der Vergleich der heutigen Torschüsse. Was für eine merkwürdige Ecke, da ist nun wirklich nichts draus geworden. Ibrahimovic. Und von Zlatan Ibrahimovic dürfen wir wieder spektakuläre Aktionen erwarten. Da steht die Verteidigung. Er bringt sein Team in Ballbesitz. Der Ball wechselt den Besitzer. Jetzt muss nur noch die zündende Idee kommen. Was für eine Grätsche. Gündogan. Kehl. Theater mit dem Trainer, riesige Ausgleichschance vermasselt. Mein lieber Herr Gesangverein, sowas habe ich überhaupt noch nicht gesehen. Kehl. Ja! Reus! Da ist er förmlich vom Boden geschnellt per Hecksprung. 1:0, knappe Führung. Beide Mannschaften können noch was draus machen. Warum denn nur so wenig Tore in diesen ersten 45 Minuten? Weil die nicht richtig justiert haben. Im Abschluss das Ganze viel zu schwach. Und das ist der Mittelanstoß zu Beginn dieser zweiten Halbzeit. Schmelzer. Gute Flankenmöglichkeit jetzt. Er steht genau richtig, genau da, wo der Flankenball hinkommt.
Jetzt ein langer Ball. Edinson Cavani macht sich schon bereit. Ibrahimovic. Okay, das war eine Abseitsposition, aber trotzdem, so frei darf der eigentlich gar nicht an den Ball kommen. Kiel. Er macht seinen Job richtig gut. Entschärft diesen Angriff des Gegners. Mit dem Tor, wie er das macht, und dank seiner Übersicht konnte er den Ball ganz souverän abfangen. Oh, eine wunderschöne Traumkombination. Der Ball war schon im Tor aus, das muss Eckball geben. Ein echtes Pfund schickt er da ab, aber der Torwart ist zur Stelle und entschärft diesen Ball. Und da kann der Torhüter wirklich mal zeigen, was er drauf hat. Ecke, Tor, Achtung! Oh ja, viele Fans haben den schon drin gesehen, aber der Keeper war mit den Fingerspitzen noch dran. Ganz schlechte Ecke. Sofort abgezogen und... Das sieht von hier oben so aus, als hätte er immer noch Schmerzen von dem Schlag rührt das, den er da eben abbekommen hat. Er attackiert ihn, er will den Ball. Sauber geklärt. Und Marco Reus. Ibrahimovic. Ein grenzwertiger Zweikampf, eine Blutgrätsche. Der Assistent entscheidet abseits. Maxwell. Die Gäste wollen wechseln. Beim nächsten Pfiff des Schiedsrichters dürfte es soweit sein. Die Chance! Gute Chance. Stellungsspiel hinten in der Abwehr, auch bei diesem Flankenball. Guck mal hin! So, jetzt bin ich mal gespannt, was der Schiedsrichter macht. Wechselt der Trainer gleich doppelt aus. Ah, da entwickelt sich möglicherweise was. Das war schon sein zweites Tor. Heute will er es aber wissen. Cavani. Ibrahimovic. Er macht das einzig Richtige und geht entschlossen dazwischen.
Gut gedacht, schlecht gemacht. Ibrahimovic. Ein super Timing, er geht dazwischen und nimmt dem Gegner den Wind aus den Segeln. Chance zum Konter, was machen Sie draus? Er ist einfach zu früh losgelaufen, und zwar ins Abseits. Herrliche Flanke. Lanetti! Da scheint ihm der Ball vom Fuß abgerutscht zu sein. Und die Fans, die sind jetzt richtig ungeduldig. Und das kriegst du, Manni, da unten als Spieler natürlich mit und du wirst unruhig. Aber ich kann es verstehen, denn was die hier bisher abliefern, das ist nix. Und diese Flanke ist drin! Dieser Junge wird sich wünschen, heute Abend wieder zu Hause zu sein und von der Ehefrau getröstet zu werden. Aber Manni, da müssen wir auch überhaupt nichts beschönigen. Das ist eine erbärmliche Torhüterleistung hier. Ja, bitter, bitter hier für den Keeper. 3-4 Zentimeter höher und nichts mehr passiert. Cavani! Können Sie die Flanke verwerten? Klasse, wie er diesen Kopfball abgewehrt hat. Reus. Schuss und... Und da ist er tatsächlich zur Stelle. Ja, das müssen wir tatsächlich so betonen, denn bisher ging ja nicht viel zusammen. Ibrahimovic. Frühe Stören, es hat sich gelohnt, schon im Mitte. Also den hätte er auch mit verbundenen Augen abgewehrt. Nicht mehr her. Er hält ihn fest. Er hat den Ball, der Torwart. Balleroberung im Mittelfeld. Er begräbt ihn in seinen Armen. Klasse Leistung. Ein schöner Erfolg, so früh in der Saison. Und so manch einer träumt vielleicht schon vom Titel, nicht nur in Anführungsstrichen vom Aufstieg. Tollen, hochklassigen Fußball haben wir gesehen, liebe Zuschauer. Da stimmen Sie mir sicherlich zu. Ich bin mir sicher, auch Ihnen hat das richtig Spaß gemacht. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ihr Manni Breukmann.